Es ist das Datum, wie hier zu sehen. Diese Tante hier. Was ist denn das für eine Gossentante? Männer tragen Anzug und die tritt auf wie in irgendeiner Gartenparty. Die zeigt der Ausschnitt, also ist total sexistisch und fühlt sich als Frau als etwas Besseres. Wenn der Ausschnitt hoch wäre, am besten halt bis oben, dann ist das, finde ich, durchaus angemessenes, das Wort würde ich jetzt nicht sagen, durchaus angemessener Klamottenstil, ich wollte nicht Outfit sagen. Es ist halt immer wieder schwierig, komplett Deutsch zu reden. Das schaffen nicht mal die ganzen dummen Nazis und Patrioten. Da kann man dann darüber streiten, ob sie auch ein Anzugsoberteil, Blazer finde ich nämlich auch nicht deutsch, tragen sollte, also ein Sakko. Warum heißt das bei Frauen eigentlich anders als bei Männern? Bluse, Hemd, Blazer, Sakko, Anzugsoberteil. Darüber kann man streiten, aber die trägt ja einen übelsten Ausschnitt. Was ist denn das? Wenn Männer jetzt sowas zeigen oder die Hälfte ihrer Brust oder so, dann wäre das ein Riesenskandal. Und hier muss man es akzeptieren oder was? Das ist gossig, die läuft rum wie so eine Mutter, die gleich ihr Baby stillt. Und keinen interessiert es, weil es eine Frau ist.